das war das EDC im 2018. Also das war das Ding, was ich immer dabei hatte. Und wenn dich interessierte, welche Gegenstände da drin sind und was ich als EDC 2018 dabei hatte, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rostam vom Survival Shop im Lebenskurs. Schön, dass du dabei bist. Ja, EDC, Everyday Carry, also immer dabei haben. Und da habe ich heuer dieses Bauchtascherl oder Hüfttascherl von Helicontex dabei gehabt. Ich gebe dir den Link zu allen Produkten, die ich da zeige unten und schau dir das ganz einfach an, wenn du das willst. So, die hänge ich mir um die Wampe sozusagen, die mittlerweile schon ein bisschen weniger ist. Schön langsam, immer schön langsam. Wenn du gar nicht weißt, wovon ich eigentlich spreche, gebe ich dir da den Link zu dem Video, das ich dazu gemacht habe, aber an einer anderen Stelle. Also das habe ich immer rundherum und das habe ich immer dabei. Wirklich immer. Also wenn ich rausgehe, habe ich das immer dabei. Und da habe ich mir, und Helicontex habe ich lieben gelernt mittlerweile, die ganzen Produkte von denen, habe ich hier die Möglichkeit, mit Molle Schlaufen kleine Taschen drauf zu geben. Und da habe ich mir von dem Tasmanian Tiger diese Toolpockets dazu gegeben. Ich glaube, das ist das M und das ist das L. Ja, oder so irgendwie, oder S, nein, das ist das S und das ist das M, wurscht, ich gebe dir unten den Link, wurscht, auf jeden Fall. Da habe ich mir meine Walter-Lampe dazu gegeben, die habe ich auch schon einige Zeit, die PL55R, die ich einfach aus dem Grund gut finde, weil sie automatisch hier da gleich den Anschluss hat zum USB-Laden, also sie funktioniert mit Akku und ist alles gut und nett und gefällt mir recht gut und die kann man so schön fokussieren, also da kann man da so hin und her schieben und da kann man den Fokus wählen, die habe ich jetzt schon einige Zeit, die ist ganz cool. Und die ist auch sehr leicht und trotz allem ein Powerpaket, die habe ich immer dabei. Ist ganz einfach so. So, und dann hier in diesem Taschel, da habe ich meinen Wave dabei. Ja, Leatherman Wave, mag ich auch sehr, sehr gerne, ist auch ein sehr, sehr cooles Ding, passt genau rein. Ich habe aber, wenn ich auf Survival Trainings gehe, nehme ich den Wave raus und gebe mir den Search rein, der passt in die Starshell auch wunderbar rein, in die ganze Geschichte, ist alles super. Gut, dann hier vorne, und da komme ich jetzt im Endeffekt auch schon zu dieser Helicontex-Tasche, die ich wirklich super finde, ist einerseits natürlich mein Survival Multitool, darf nicht fehlen, kennst sicher auch, Link gebe ich da unten, und wenn noch nicht, dann schau dir das an, mit dem, da ist nämlich auch meine Notfallpfeife dabei. Du kannst sagen, wer braucht einen Notfallpfeifer? Ich brauche einen Notfallpfeifer und einen Feuerstahl, damit ich immer schön Feuer machen kann, wenn ich das will. Und vorne ist der Striker auch drinnen. Hier Glasbrecher, Kubutan, was auch immer. Das ist so. Und ein Feuerzeug, ja, und Ersatzschlüsseln, ja, habe ich da drinnen. So, das habe ich vorne drinnen. Und jetzt habe ich, siehst du schon einmal, ich habe zwei Feuermacht-Devices mit. Ich bin sehr viel draußen, das ist ganz einfach so. Und also ich predige nicht Wasser und trinke dann Wein, sondern ich predige immer, dass man eine gewisse Redundanz dabei haben soll bei den Dingen, die wichtig sind. Und draußen ist Feuer der Erhalt der eigenen Körpertemperatur ganz weit oben im Kurs. Und daher habe ich sekundäres System, Redundanz, also ein doppeltes System. Ich habe einen Feuerstahl mit und ein Feuerzeug, damit ich immer, wenn ich will, Feuer machen kann. Da stehe ich einfach drauf. Und da kriege ich auch immer wieder Anfragen und auch Kommentare. Weil ich ja Feuer bohren und solche Geschichten, ich mag Feuer bohren und ich behaupte auch, dass ich das ganz gut kann. Also bin sicher nicht der beste Feuerbohrer auf der Welt, das will ich nicht behaupten, aber ich kriege das so ganz gut eigentlich schon hin, ja, jahrelange Übung. Und daher weiß ich, dass es manchmal kacke sein kann, Feuer hinzukriegen, wenn es sein muss. Weißt du, zum Spaß kann man alles tun. Buschkraft oder so Survival Training, dann halt nicht, dann nehme ich das Feuerzeug raus. Aber wenn es drauf ankommt, wenn ich mit meinen Kindern in der Kälte unterwegs bin, dann ist das ein Thema. Und dann will ich ganz einfach eine Lösung haben und die habe ich hier drinnen in diesem Überraschungsei. Der Überraschungsei, da habe ich meinen Notfallzunder dabei und der ist in der Haupttasche enthalten. Wenn dich das interessiert, ich gebe da unten den Link auf mein Survival Mentor Programm. Also ein Jahrescoaching, Video-Coaching von mir, kriegst jede Woche ein paar Videos von mir, wenn du mich erträgst. Ja, und da beschreibe ich auch ganz genau, worum es dabei geht, auch in diesem Ei mit dem Zunder. Dann, hier innen in dieser Tasche, ich gebe das jetzt raus, so, in die, hier ist auch noch einmal eine Innentasche, noch einmal organisiert. Da habe ich so ein bisschen Geld dabei, dann eine Lupe. Ja, die Lupe habe ich nicht aus Brenngründen, wobei da kommt jetzt immer wieder ein bisschen die Sonne durch. Sehr schön finde ich das. Aber nicht jetzt zum Feuer brennen, was auch gehen wird, sondern zum Pflanzen bestimmen. Ich tue gerne Pflanzen bestimmen und da ist es oft so, dass es kleine Details sind und das kann ich mir mit der Lupe anschauen. Und eine kleine Phoenix-Lampe
aus Redundanzgründen. Weißt du, Licht ist mir auch ganz wichtig, ja, Licht ist mir auch ganz wichtig und da habe ich diese Phoenix-Lampe. Wie gesagt, wenn du das willst, kann ich auch die einzelnen Gegenstände mal vorstellen in einem eigenen Video. Schreib mir unten einen Kommentar, wenn das einige wollen, mache ich das gerne. Hier hinten sind dann auch noch einmal kleine Fächer, die ich aber eigentlich nicht benutze. Ist nicht so. Und eben mein Geldbörsel. Und da habe ich auch schon einmal ein eigenes Video gemacht. Das ist mein Survival Kit. Da sind ist ein Kreditkartenmesser und so Sachen drinnen. Und die Bilder von den Menschen, die mir wichtig sind. Damit ich immer weiß, wenn es wirklich heiß wird, warum ich die Sachen durchhalten muss und durchhalten will. Weil ich glaube, dass da die beste Ausrüstung nichts bringt, wenn dein Wille nicht da ist. Wenn im Kopf und im Herzen nichts da ist, wofür sich zu überleben und mit den Widrigkeiten umzugehen lohnt. Da gebe ich da auch einen Link zu einem Video, das ich vor einiger Zeit dazu gemacht habe, am Reini Rossmann Survival Kanal. Hier hinten wäre dann auch noch einmal was frei. Da transportiere ich manchmal, wenn ich irgendwelche größeren, klingt ja immer so arg, aber größere Geldmengen von A nach B transportiere. Was bedeutet das? Ja, also nicht Millionen, auch keine Hunderttausende, auch keine Zehntausende, aber ein paar hundert Euro hin und her transportiere, dann gebe ich mir das hier hinten rein, also das und bringe das dann nachher zur Bank. Bietet sich ganz einfach an, weil das ein bisschen verdeckter ist und man nicht so schnell zugreifen kann. Ja, ich mag das Teil sehr, sehr gerne, einfach auch aus dem Grund, weil man es schön einstellen kann. Ja, und das ist mein EDC. Das ist mein EDC. Und ein wichtiger Punkt bei diesem EDC fehlt, und zwar das ist die Erste-Hilfe-Komponente. Die ist aber nicht in dieser Tasche, sondern, ja, die hänge ich mal jetzt wieder um. So, die lasse ich jetzt da unten, die verdecke ich dann immer. Ah, ich zeig's dir halt, ja, schau. Da ist immer irgendwie das Hemd drüber oder irgendwie der Pullover oder was drüber. Also man sieht das auch kaum. Wenn ich jetzt keinen Pullover anhabe, ich habe immer lange Hemden, das mache ich ja nur, um meine Wampe zu verstecken. Nein, um das hier abzudecken. Und somit ist das auch sehr unauffällig. Und weißt du, ich sehe manchmal Leute, die mit irgendwelchen Militärhosen herumkommen in Camouflage und dann ihre riesige Taschen umhängen haben. Und das kann manchmal komisch kommen. Und das muss ja nicht unbedingt sein, ich will ja nicht unbedingt, dass mich alle anschauen und sich denken, was ist mit dem los, ist der gerade von der Kaserne ausgebrochen, sondern das kann man ja dezent machen. Es gibt diese Taschen auch in schwarz, aber ich sag's wie sie, ich habe sie in grün genommen, weil die übrig geblieben sind. die hatten nämlich ein paar Nähfehler hier unten und deswegen habe ich sie mir gleich genommen. Und deswegen, aber du kannst ja die auch in schwarz nehmen, dann ist es absolut unauffällig, so ein Taschel zu tragen und Ausmaß. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, das ist das Erste-Hilfe-Set. Und dieses Erste-Hilfe-Set, das gehört nicht in diese Tasche, sondern das ist immer am Mann hier in meiner Seitentasche, ja, damit ich sie wirklich immer dabei habe, auch wenn ich das runterlege, weil ich aufs Klo zum Beispiel marschieren will, aber ich habe meine Erste-Hilfe-Packerl immer dabei. Gut, das war's. Aber ich werde in wenigen Tagen ein neues Video veröffentlichen, wo ich meine EDC Erste-Hilfe-Ausrüstung vorstelle. Das mache ich aber in einem eigenen Video, weil sonst wird das jetzt lang. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, um einen Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal, wie du das ganz einfach siehst, was du als EDC dabei hast. Das wäre einfach cool, wenn wir das wieder sammeln könnten, was du dieses Jahr im 2018er Jahr mitgehabt hast. Das wäre sehr, sehr fein. Link zu den Produkten findest du unten. Abo, da geht es zum Reini Rossmann Messerkanal. Unten findest du auch den Link zu diesem angesprochenen Survival Mentor Coaching Programm, dieser Jahresausbildung, nennen wir das jetzt mal so. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Bis bald, dein Reini Rossmann. Ciao.